Aber erstmal spielen wir noch eine Runde XCOM weiter. Vor allem theoretisch, praktisch ist, glaube ich, nach. Ja, nach der Fraktion ist ja eigentlich Ende hier. Theoretisch. So, den da oben kann ich sein lassen. Wenn, dann müssen wir einen Gefängnisausbruch machen. Claymore geht wieder mit. Dann haben wir panzerbrechende Munition noch bekommen. Die Axiom zurzeit benutzt. Kriegst du auch mal. Feindlicher VIP voraus. Ist der Proof überhaupt gegen Arbeitsunfälle versichert? Habe ich mit meiner Versicherung versucht zu klären. Es ist nicht Arbeitsunfall an sich. Also ein Arbeitsunfall wäre theoretisch abgedeckt. Aber eine Arbeitsunfähigkeit kann ich nicht abdecken. Weil man könnte mich als letzter Krüppel noch vor die Kamera ziehen. Und das macht jedenfalls die Rechtsberatung von meiner Versicherung nicht mit. Weil ab wie willst du mich als arbeitsunfähig einstufen? Da kann ich ja nur noch ein Kopf sein. Also wenn ich irgendwelche Extremitäten hätte, die mir fehlen würden und so weiter, könnte ich natürlich immer noch spielen, würde dann aber letztendlich langsamer sein und ich würde nur noch Rundstrategie spielen. Mir nach! Werfe Granate! Ist dir eigentlich auch, falls die Garage in dem Spiel quasi die gleiche ist wie bei Gears am Anfang? Nein. Das Final Fantasy VII Remake wird wohl erstmal PS-exklusiv bleiben. Obwohl eine PC-Version bei Steam zeitweise eingestellt war. Zum Vorbestellen. Haben sie dann aber zurückgezogen. Wahrscheinlich, weil Sony dafür Kohle hat springen lassen. Und als Blinder kann man immer noch Computer spielen. Es gibt Spiele extra für Blinde. Nicht viele, aber ich habe mal eins vorgestellt vor Jahren. Und ja, das alles, womit du Geld verdienst, zählt als Beruf. Du kannst dich ja auch als Komödiant versichern lassen. Auf einer Bühne. Dann bist du Schausteller. Verrückte Zeiten, oder? Gefangen nehmen. Keine Munition. Gegen schlechte Witze versichern. Ich würde mich gegen fliegende Flaschen versichern lassen. Ist die Haupteinnahmequelle heute die Spende oder doch YouTube und Twitch? Die Spende war hier noch nie Haupteinnahmequelle. Waffe nachgeladen. So, deaktivieren wir mal die Waffen von den beiden. Granate! Ich habe zu gute Augen, um blind zu werden. Da müsste schon aus Versehen Schuss kommen, wie bei RimWorld. Oh, mein eigenes Geschütz hat mich getötet. Beziehungsweise mir durchs Auge geschossen. Und obwohl ich glaube, wenn mein Gehirn zu Brei wird, würde ich wahrscheinlich sogar mehr Follower kriegen. Dann würde ich mich mehr anderen angleichen. Dann könnt ihr mir auch mal Code schicken. Und sowas. Die ich dann für Schokolade halte.
und Sly den Neugeborenen töten. Danke für deine Ehrlichkeit. Warum sollte ich auch lügen? Also YouTube-Einnahmen sind eigentlich die geringsten inzwischen. Nee, obwohl nicht die geringsten, aber... YouTube ist halt... Ja, die Werbeeinnahmen sind mit den Jahren immer weiter gefallen. Obwohl das wirklich nicht von meiner Seite nachvollziehbar war, warum da so viele dann am Meckern waren. Da haben eigentlich die gemeckert, die das kleinste Problem damit haben. Wie es immer so ist. Habe wenig Munition. So ein bisschen richtig in Richtung von, ja, jetzt ist das so und so, aber wir zeigen keine Zahlen, aber es ist so, ihr müsst uns vertrauen, damit wir euch nochmal abschöpfen können. So war das von meinem Gefühl her auf manchen Kanälen. Du bist festgenommen. Wird nicht mittlerweile an einer Technik gearbeitet, die die Augenrichtung scannt, um die Bewegung auf den Bildschirm zu übertragen? Das gibt's schon lange. Mir fällt der Name nicht gerade ein, aber das habe ich schon mal vor 2 Jahren mir angeguckt. Das kannst du, da nimmst du einen kleinen Sensor, er kommt an den Monitor oben dran und wenn du in bestimmte Richtungen des Monitors guckst, wird das registriert und blendet zum Beispiel Informationen ein. Dann wird das Interface nur eingeblendet, wenn du gerade in die Ecke guckst. Wie jetzt zum Beispiel unten links die Munition oder sowas. Gibt's auch für einige Spiele. Wird das mit integriert immer. Mir fällt aber der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist das eine richtig coole Technik. Hallo Nightstalker. Das wird auch dafür genommen, wenn du Simulationsspiele spielst. Da kannst du damit... Es gibt ja dieses Head-Tracking und es gibt dieses Augen-Tracking. Und das machen Simulationsspieler, um das zu kombinieren. Damit du die Kamera zum Beispiel nicht nur mit dem Kopf drehst, sondern auch mit den Augen. Und all so ein Unsinn. Ja, endlich kannst du WoW spielen von der Couch aus, ohne dich zu bewegen. Endlich beide Hände frei, um zu fressen, während du spielst. Fast leer geschossen. Und jeder weiß, dass aus dem Bett aufstehen schon ganz schlimm ist für die Versicherung. Da passieren die meisten Unfälle. Ab danach. Wieso enden wie bei Wall-E? Wall-E ist ja wohl ein gutes Beispiel dafür, wie die Erde in Zukunft wirklich mal sein könnte. Und ich freue mich drauf. Das Blau. Blau ist jetzt das neue Grün. Hm, okay. Boah, nie wieder bewegen und du kriegst Knochen so weich wie geht nicht mehr, ey.
Also spielen und dabei Sex haben kannst du schon immer. Wollte ich nur erwähnen, Dennis. Dafür brauchen wir nicht die Zukunft. Muss nachladen. Habe ich gehört von einem Freund. Ach, scheiße. Waffe voll! Alles eine Frage der Konzentration. Aber ich glaube, wenn ich XCOM 2 spielen würde hier nach, würde mich das einfach voll wegficken. Weil es hier so entspannend ist. Klar, man verliert auch mal, aber die Missionen sind halt so kurz, dass du dich dann nicht ärgern musst so. Und sagst, oh mein Gott, jetzt muss ich nochmal 45 Minuten Mission machen. Von Anfang an. Spirale ist Belismar, ein ehemaliger Advent-Commander, der nach dem Krieg nie dingfest gemacht wurde. Soweit wir wissen, hat er für ihn nie geendet. Wir vermuten, dass er für das Bugtown-Massaker mitverantwortlich war. Belismar gilt als hochmotiviert und äußerst gefährlich. Direktorin? Ich bin einer von Belismars Klonen. Ich weiß. Haben Sie Bedenken? Nein, aber haben Sie welche? Oder der Trupp? Cherub, er hat Zehntausende von Klonen. Einzig die DNA verbindet sie mit ihm. Okay. Ich meine, ich weiß, aber danke. Toll. Am besten wechselt er jetzt nochmal schnell die Seite. Es gibt einen neuen Japan-Imbiss in der Vorstadt. Bei welchen waren wir schon? In der aufgehenden Sonne. Im Lakenfelder Nudelhaus und im Pork Baby. Wir müssen noch ins Nudeln dazu und Curry Taste. Wie heißt der neue Laden? UFO, ja. Klingt nach einem Wortspiel. Nicht so sehr wie Mextraterrestrial. Der Laden war am schlimmsten. Habt ihr eigentlich eine Religion? Meinst du Mutons oder Aliens generell? Beides. Die Ältesten kamen dem am nächsten, was ihr als Götter bezeichnen würdet, aber da war noch etwas. Und was? Mutons, die bei der Invasion eintrafen, haben eine spirituelle Verbindung zu unseren Raumschiffen. Eine psionische Verbindung? Nein, nichts dergleichen. Aber wir kehren zu ihnen zurück, wenn wir können. Es ist eine Art Pilgerreise. Kehrst du auch zu deinem zurück? Nein. XCOM hat es 2015 zerstört. Und ja, ich habe gerade ein Achievement bekommen, weil ich alle Feldteams auf Rang 3 habe. Also wenn, dann muss ich den da oben machen. Na, an sich muss ich nicht, aber ich mach's einfach. Weil hier gibt's einen extra Schutz. Und hier krieg ich ein überragendes Seafernrohr. Das neue AC sieht ganz nett aus, erstmal. Setting sagt mir auf jeden Fall ganz gut zu. Eine oder mehrere Einheiten sind untätig? Wer soll denn untätig sein gerade? Ach so.
Hattest du inzwischen eigentlich die höchste Stufe erreicht, Sherub? Okay, man muss ja noch ein bisschen. Axi auch. Ah ja, der hat ja diese Überladenfähigkeit bekommen. Nimm mal Sherub mit. Fähigkeit erwerben, Tech Team. Ein Zungenangriff auf einen Verbündeten gewährt diesem sofort einen Aktionspunkt. Bis dann, Wolf. Verbündeter VIP gesichert. Brechen Sie durch zur Evakuierung. Mir nach. Und ab die Post. Also trotz Holo-Zielen sind die Trefferchancen sehr gering. Hallo Micha, ich grüße dich. Oh, trotzdem treffen alle. Gesichtet. Deswegen sind wir hier. Um einen Schmuggler zu evakuieren. So, die beiden Waffen kannst du deaktivieren. Sherub mal nach vorne. Nur 66% Trefferchance von da hinten. Da muss ich leider nach vorne gehen. Wir zahlen den Preis. Leg das mal zur Seite! Will das Solo-Ziel nicht erst für den Kollegen, der danach auf den Gegner schießt, aber das Solo-Ziel, was ich benutze, ist eine Granate, die dazu führt. Übrigens hat er jetzt die Fähigkeit trainiert bekommen, dass er auf jeden Angriff mit einem Schuss reagiert. Haftbombe. Damit sollte er hoffentlich zu ihm laufen da.
Geht doch. Du bist erledigt. Bin gleich in Position. In XCOM 2 wäre so tot. Genau, katsch den mal um. Sogar beide mit einem Schlag. Keine Munition. Muss nachladen. Angeheizt. Aufgeladen. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen eigenen Mann da treffe an der Ecke. Du-du-du-du-du-du-du. Schütze Terminal. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Achte auf Feinde. Keine Munition. Du brauchst keine Munition. Dein Körper ist deine Waffe. Hallo, Nachbar. Wo kommt die Verstärkung jetzt gleich her? Alles aus dem Süden. Dann könnt ihr einfach direkt abhauen. Wechsle Position. Dann geh! Ah ne, da unten rechts ist auch nochmal ein Zugang. Möchte auch kein Nachbar von Axion sein. Ja, der hört bestimmt hier Schranz.
Und der schippt morgens seine Mülltonnen um. Wenn nicht aufpasst. Weil du wieder den Müll falsch getrennt hast. Muss nachladen. Wir müssen vorrücken. Da ist übrigens ein Alien-Zentaure auf dem Van. Keine Munition. Platz da. Wir gehen, wohin wir müssen. Ich hab gedacht, der schießt jetzt normale Granate. Ändere Position. Nicht und auf setzt mich fest. Wo? Oh, ich sehe schon. Itch, bitch. Die Waffe ist leer. So, Terminal wird als letztes das Gebiet verlassen. Schilde hoch. Also kriegst du nochmal ein Schild. Auf dem Weg dorthin, wo wir gebraucht werden. Wir rücken vor. Jetzt fall ich noch tot um. Na klasse, keine Munition mehr. Jetzt verstehe ich das erst mit der Kurve. Theoretisch kannst du die Rampe vorne gar nicht hochfahren. Mit dem Fahrzeug. Die Abmessung ist einfach viel zu kurz. Jemand hat mal gemeint, im Chat vorhin, ein Hoch auf den Fahrer von dem MTW, weil er die Kurve so krass kriegt. Unterhaltsam? Genau so funktioniert das nämlich. Ihr vertraut der Stimme im Radio. Das will ich so in der Garage hier. Kann man es von irgendeiner Position hier sehen? Nee, ne? Die Stimme im Radio? Sie ist euer Freund. Man kann einem Freund doch einen kleinen Gefallen tun. Sag es ihnen, nee. Floyd. Du bist der Einzige, der die Wahrheit kennt. Nun, das stimmt nicht. Ich weiß, wie wir eure Welt erobert haben. Euch zu sagen, dass wir die Wahrheit kennen, war ein großer Teil davon. Also, hört niemals auf eine Stimme im Radio, die behauptet, die Wahrheit zu kennen. Denkt stattdessen selbst. Ha, so ein Unsinn. Hört euch das nicht an, Volk. Selbstdenken ist scheiße. Hört auf das, was ich sage. So, genug Spaß und wir sehen uns auf YouTube in der nächsten Folge wieder.